Jo, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Randall's Monday. Nun, wir haben hier 22, ich habe 22:15 Uhr hier zur Uhrzeit. Welche ihr habt, habe ich keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wann ihr es anschauen werdet. Wahrscheinlich erst in einer Woche oder so. Heute ist Montag. Ja, heute ist Montag. Und vor allem, ich nehme Randall's Monday an einem Montag auf. Schön, oder? Ich habe 28 Grad hier und ich weiß auch nicht, warum ich das sage. Aber nun ja. Ich war zuletzt stehen geblieben hier bei den Bieren, die ich der Ned und Oh, Ted brauchen geben die musste. Zerbrechlichen Damen etwas Hilfe, ihre Flaschen zu öffnen? Oh, Scheiße. Ich habe hier auch schon versucht mit einem zu interagieren, aber mir fällt ein, es gibt diese Möglichkeit, die ich nicht bedacht habe. Erst gefroren. Du hast es also endlich geschafft. Verdammter Irrer. Ich vermisse dich jetzt schon, Kumpel. Uff, tut mir leid, dass ich deine sterblichen Überreste entweihen muss, aber ich habe keine Wahl. Ich wusste, dass ich mich ein letztes Mal auf dich verlassen kann. Das ist mir ein Screenshot wert. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet eigentlich. Aber ich habe ja, naja, versucht mit einem Hey, zu hat dir interagieren. jemand Importbier gesagt? Nein, aber ich nehme trotzdem eins. Danke, Kleiner. So arbeitet man gern. Tja, hier gibt's nur feinste Qualität. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Lieber nicht. Glockenturm geklettert ist. Tja, dann. Okay. Kann ich nicht. Ist von außen verschlossen. Welcher Klappspaten hat sich denn den Mist ausgedacht? Man kann die Gasse von hier aus sehen. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Zu Selbstmord zum riskant. Die besten würden mich aller erwischen, wenn Monate ich versuche. machen. Zu riskant. Die Straße. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Okay. So. Jetzt hab ich wieder. Sieht hart wie Diamant aus. Da passe ich lieber. Schublade. Kann ich da eigentlich was reinstecken? Ich kann nicht einfach alle. Doch, du kannst das, Randall. Ich vertraue dir da. Wow, jetzt komme ich schon wieder nicht weiter. Man kann die Gas. Ich will das Fenster irgendwie aufkriegen. Von außen verschlossen. Ich glaube nicht. Man soll kein Wasser. Ein stinknormaler Wasserhahn. Hab grad. Der Blendomatic. Das lasse ich mal. Da ist noch was von Matt drin. Uah. Lieber nicht. Lieber nicht. Wieso immer lieber nicht? Lieber nicht. Du hast gar nicht das dann. Lieber nicht. Du hast es also erst gefunden. Ja, okay, das wissen wir ja schon. Mikrowelle. Nutzlos, das Ding ist schon eine alte Mikrowelle.
Kann ich mit denen reden? Noch? Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Das kann ich ja mitnehmen, cool. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK... Das Raumdeo, mit dem Sally den Fußgeruch aus dem Wohnzimmer vertreibt. Das wollte ich schon immer mal machen. Da strömt scheinbar gar... Cool, das geht sogar. Komm, machen wir eine Bombe draus. Was zur Hölle war das? Oh, nichts. Nur Blähung. Mein Magen war die letzten Tage etwas verstimmt. Großer Gott! Du solltest mal zum Arzt damit gehen. Ich weiß. Tut mir leid. Schon okay, sei einfach still. Zwing uns nicht, dich an die Leiche deines Freundes zu ketten. Wäre das nicht etwas grausam, Alter? Hey, schon verstanden. Ich bin ganz ruhig, versprochen. Fuck! All der Ärger für eine blöde Gabel? Gott, ich hoffe, die wird wenigstens noch mal nützlich. Das muss ich doch nicht... Aufgabeln, aber... Das muss ich doch... Der ist schon spröde und ich will ihn... Sieht etwas lockerer aus, aber ich krieg... Jetzt ist ein kleiner Riss. Ein kleiner Riss, Ach, das ist ein Fall für den Teleskopendenbügel. Mit allem kann er nichts machen. Doch mit dem Teleskopendenbügel geht natürlich wieder alles. Okay. Ich würde den jetzt... Sieht so ähnlich aus wie so Gandalfs Hut. Ich würde den... Echt jetzt? Geht sogar wirklich? Ich hätte eigentlich das Ding einfach so genommen und durch das Fenster durchgeschmissen. Bleib lieber auf Abner Lust, dem Kerl zu begegnen, wenn er seinen Schwanz zwischen die Beine... Und ich fürchte, darauf würde es hinauslaufen. Okay. Die ganzen Koalas. Gehen wir zur U-Bahn. Ich will jetzt den Katalog... den Ding zurückbringen, diesen... Das Heftchen. Da ist Safe Icon, Charlie's Comic, Psychiater. Gehen wir zu Amazon Express. Ich will dem alten Phil sein Ding zurückgeben. Diesen Katalog da. Mit Super Duper Zuckerschnecke. Oder wie auch immer. Oder Super Zuckerschnecke meine ich. Oder? Ja, super Zuckerschneckenkatalog, genau. Was macht das so komische Geräusche? Bob. Ich glaub nicht, dass er mir die ge... Hey! Gute Arbeit, Bob! Danke, aber woher weißt du meinen Namen? Der steht doch da auf deiner Uniform. Ah, stimmt. Sehr aufmerksam von dir, Junge. Ja. Jemand wie du könnte in diesem Business ganz hoch hinaus, weißt du? Im Hydrant-Anmal-Business? Nein, danke. Naja, das ist nicht alles, was ich so mache. Wow, faszinierend. Nicht wahr? Kann ich mir vielleicht mal die Farbe leihen? Ist nur für eine Minute. Geht nicht, die brauche ich. Du hast nicht einen einzigen Strich gemacht, seit ich hier bin. Na komm, ist für einen guten Zweck. Ja? Was für einen? Naja, ich würde gerne eine Szene aus Braindead nachstellen. Sorry, die Farbe bleibt, wo sie ist. Besten Dank für gar nichts. Aber gern. Ja. Ich sollte jetzt keine Aufmerksamkeit... Liebe Kunden, beachten Sie, dass wir heute auf der Sci-Fi-Con auf der Dr. Fred Edison Street zu finden sind. Wow. Gold, Diamonds, Electronics, Guns. Wow. Verkauft alles Matt. Mel.
nicht mehr. Hey, wie geht's meinem Lieblingsboss? Sieh an, du hast ganz schön Eier hier wieder aufzutauchen. Ich an deiner Stelle hätte das nicht gemacht. Wie Randall guckt, muss in den Screenshot werden. Ja, oder? Die Leute sagen immer wieder, wie tapfer ich bin. Ja, du hast Mut, hier einfach so wieder reinzuspazieren. Nach allem, was du getan hast. Was genau habe ich nochmal gemacht? Ich bin echt schlecht darin, mir Sachen zu merken. Soll ich die ganze Liste durchgehen? Na, ich bin jetzt schon gelangweilt und sie haben noch nicht mal angefangen. Ich red nicht lange drum rum. Dieses Paket hier muss so schnell es geht zur Sci-Fi-Convention. Aber um nichts in der Welt würde ich es dir anvertrauen. Sie, Sir, sind gefeuert! Was? Aber ich bin der Mitarbeiter des Monats! Hicks, ich sagte dir schon, das Alphabet rückwärts rülpsen macht dich nicht zum Mitarbeiter des Monats! Tja, die Dinge lägen anders, wenn wir hier in Irland wären. Wie auch immer, hau einfach ab! Ich will dich nie wiedersehen! Die Alternative wäre, dass ich dich mit bloßen Händen erwürge. Aber dich zu feuern ist immer noch einfacher, wenn auch nicht so befriedigend. Ach, kommen Sie schon, das meinen Sie nicht so. Wir sind wie zwei Erbsen aus demselben Glas, wie ein TV-Comedy-Duo. Wir sind unzertrennlich. Was würden Sie ohne mich machen? Naja, ich würde nicht die ganze Nacht wach liegen und mir Sorgen machen, dass mein Lager brennt. Mal wieder. Ich habe niemals das Lager in Brand gesteckt. Hicks! Oh, habe ich etwa das Lager angezündet? Wow. Sieht aus, als hätte dieses Paralleluniversum das Original mal wieder übertroffen. Moment, so funktioniert das gar nicht. Egal. Hau verdammt doch mal ab, du bist gefeuert! Warum glauben Sie, dass Sie mich feuern können? Drohst du mir? Meinst du wirklich, dass das klug ist? Was habe ich Ihnen denn je getan? Du Arschloch! Was ist mit meinem Super-Zuckerschnecke-Katalog? Das war mein wertvollster Besitz! Das wusstest du genau! Meine Ehe ist wegen diesem verdammten Katalog zur Hölle gegangen! Und jetzt hast du ihn auf dem Gewissen! Also, eigentlich... Ich will's nicht hören! Raus hier! Also, eigentlich habe ich den ja hier in meiner Tasche stecken, aber er will's ja nicht hören, und also... Und was ist, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich Ihren tollen Katalog direkt hier habe? Was zur... Aber ich dachte, du... Ja, immer dasselbe. Sparen Sie sich das und geben Sie mir das verdammte Paket. Zeig her! Ich glaub's nicht! Oh, danke, Gott, danke! Gott, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Ich meine, ich mache ja nur meine Arbeit. Sieht sogar noch besser aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und sogar in neuer Verpackung, was? Scheint so. Oh! Und ich dachte, er wäre in Flammen aufgegangen wie alles andere im Lager. Aber du hast das Feuer gar nicht gelegt. Du hast meinen Katalog gerettet. Weißt du, wenn das Ding nicht ein Vermögen wert wäre, könnte ich schwören, der gehört jemand anders. Aber das kann ja nicht sein. Ein Vermögen? Scheiße, ich wusste, da war was. Kleiner, du bist ein verdammter Held. Ach, was rede ich? Du bist der Mitarbeiter des Jahres. Wow. Sehen Sie, ich wusste es doch. Hier, Kleiner. Ich weiß, dass du das Paket hier unbedingt ausliefern wolltest. Genieß die Convention. Hast es dir verdient. Oh, und vergiss nicht, den Lieferschein unterschreiben zu lassen. Da ist jemand sehr schön beschäftigt mit seinem Katalog. Der guckt aber ganz schön komisch dann so immer auf die Rückseite oder so von der Seite so rein, aber... Na gut, man kann sich auch gegen das Gesicht schlagen. Das soll, glaube ich, mal auch irgendwie gut sein. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe es nie probiert. Ich will es auch nicht probieren. Auf der Sci-Fi-Con. Jetzt haben wir einen dringlichen Auftrag. Oh, da ist wieder Bill Murray. Hey, Murray. Wenn du hier bist, um etwas anzuliefern, bräuchte ich sowas wie einen Lieferschein. Oh, Mann.
habe ich den Lieferschein vergessen. Selbstverständlichste nehme ich nicht mit. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Geht nicht. You small not pa. Oh, da steht sogar you small not pa. You so small, you not pass. Und wo? Wir sollten ihn nicht weiter stören. Er hat seinen blöden Katalog wieder. Wo habe ich denn den Liefer? Ah. Der Lieferschein für das Päckchen, das ich bei das. Oh, jetzt habe ich den Lieferschein. Muss ich den Lieferschein Mary geben? Oh, Mann. Wird jetzt noch Charlie's Comics gehen. Und so ein Psychiater. Warum sind sie verdammt nochmal überall Koalas eigentlich? Für heute geschlossen. Sie finden uns. Okay, also. Ich nehme mal Charlies Rat an. Ich brauche die Meinung eines Seelenklempners. Vielleicht kann ich durch den die Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Oder er kann mir sogar beweisen, dass nichts hiervon echt ist und dass das alles nur in meinem Kopf passiert. Guten Morgen, Miss. Wunderschönen guten Tag, Sir. Okay, der geht an Sie. Ich würde gern den Doktor sehen. Tut mir leid, Sir, aber Dr. Johnson ist ein vielbeschäftigter Mann. Alle Termine heute sind schon voll. Könnten Sie eine Ausnahme machen? Ich bin ein alter College-Freund. Sie sind Arzt? Ist das nicht offensichtlich? Und Sie beide sind auf dieselbe Uni gegangen. Wie ist das denn möglich? Er ist viel älter als Sie. Mit 8 gemacht. Ich habe einen sehr hohen IQ. Ich habe meinen Abschluss schon mit 8 gemacht. Und Ihr Name ist? Hauser. Dr. Doogie Hauser. Tut mir leid, Dr. Hauser. Ihr Name ist nicht auf Dr. Johnsons unvorhergesehene Besucherliste. Also kann ich da nichts machen. Aber ich kann Ihnen einen Termin für morgen früh geben, wenn Sie möchten. Wissen Sie, morgen passt mir gar nicht. Mittwoch vielleicht. Das ist noch schlechter. Können Sie mich nicht heute noch irgendwie reinquetschen? Tut mir leid, Sir. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, wenn du die Sonne preist. Oder eher gesagt, nothing is impossible when you praise the sun. Also denkt immer dran. Wenn ihr denkt, es ist unmöglich, dann müsst ihr nur die Sonne preisen und nichts scheint mehr unmöglich zu sein. Das waren Solers Worte. Und er ist auch hoffnungsvoll so gestorben. Zumindest bei mir. Weil ich ihm leider nicht helfen konnte. Der arme, arme Soler. Sagen Sie sowas nicht. Nichts ist unmöglich. Wissen Sie nicht mehr? Tut mir wirklich leid, aber Sie können nicht zum Doktor ohne einen Termin. So einfach ist das. Oh doch, ich könnte auch einfach reinplatzen. Was meinen Sie damit? Oh, nichts. Es ist nur, wenn ich Sie da sitzen sehe, so vor dem PC, da frage ich mich, vielleicht gibt es ja da jemanden, der qualifizierter ist, als Sie in die Tastatur zu hauen, die offensichtlich gar nicht zu existieren scheint und der, ich weiß nicht, noch einen Platz für mich findet. Heute zum Beispiel. Wenn Sie damit andeuten wollen, dass ich keine Ahnung von Computern habe, nur weil ich eine Frau bin, interessiert es Sie vielleicht, dass ich mit diesen Geräten aufgewachsen bin? Eine meiner ersten Erinnerungen ist die an den IMSAI 8080. Hey, meine auch. Haben Sie den zufällig auch benutzt, um Ihre Noten zu manipulieren oder Tic-Tac-Toe gegen Supercomputer mit Burgernamen zu spielen? Eigentlich nicht. Sie etwa? Ich, Matthew Broderick. Ist das so wichtig? Ich weiß nicht, warum ich hergekommen bin. Peace out. Schönen Tag noch, Sir. Ich will diese Vase haben. Dir schon die ganze Zeit im Blickfeld. Was ist das? Robert. Hi. Aus Höflichkeit werden.